Sie haben gesagt, Herr von Gottberg, dass die Politik keine Alternative zur kleinen Wiedervereinigung zugelassen hat. Nun gibt es aber doch hin und wieder Stimmen, die behaupten, dass es sehr wohl für einen kleinen Moment ein russisches Angebot, ein sowjetisches, muss ich richtigerweise sagen, gegeben habe, aus der Situation heraus damals, die finanziellen Nöte der Sowjetunion, der Niedergang der Sowjetunion, das ostpreußische Gebiet doch der Bundesrepublik anzubieten, zum Kauf anzubieten. Kann es sein, dass diese Information richtig ist? Haben Sie davon gehört? Stimmt sie? Wurde sie nicht wahrgenommen? Ich kann Ihnen ganz konkret dazu Auskunft geben. Dieses Angebot Gorbatschow an Kohl wurde zuerst im Jahre 91, es muss 91 gewesen sein, zuerst im Jahre 91 durch einen Schweizer Nachrichtendienst gebracht. Ich habe es damals sofort registriert und habe mir gedacht, die Lebenserfahrung sagt, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Da wird wohl was dran sein. Und dann kam sehr bald die Bestätigung. Ich habe Ihnen berichtet von meinem Freund, dem Mitglied der Ostpreußischen Landesvertretung, Herbert Beister, Jahrgang 24, Mitglied der Stadtgemeinschaft Königsberg und auch Mitglied in der Ostpreußischen Landesvertretung. Und Herbert Beister hat das bestätigt. Und zwar hat ihm persönlich Gorbatschow dieses Angebot gemacht. Mit der Bitte, das an Kohl zu übermitteln. Was er gemacht hat. Und Kohl war zunächst, so hat mir Beister berichtet, er ist seit 2 Jahren verstorben, deswegen kann ich heute auch relativ ungeschützt darüber berichten. Er wollte nicht so sehr, dass darüber gesprochen wird, aber heute kann ich darüber berichten, weil er nicht mehr lebt. Er wollte wohl auch Kohl nicht desavouieren. Herbert Beister ist mit Gorbatschow zusammengekommen, weil er hoher Industriefunktionär war. Er hat eine eigene Firma, Ferrostahl, ist ja bekannt. Mit Ferrostahl hatte er ein Joint Venture begründet in Moskau und eins in Königsberg. Darauf legt er Wert, Königsberg ist seine Heimatstadt. Und im Rahmen dieser Verhandlungen, und zwar schon 89, im Rahmen dieser Verhandlungen hat ihm dann Gorbatschow dieses Angebot gemacht. In Rede standen damals 40 Milliarden D-Mark. Also im Grunde aus der, mit heutigen Maßstäben gemessen, aus der Portokasse zu bezahlen. Kohl war zunächst, so wie mir Beister berichtete, angetan. Dann hat er sich mit Genscher kurz geschlossen. Genscher hat abrupt abgelehnt und hat also auch mit dem Bruch der Koalition gedroht, falls also Kohl diesen Gedanken weiter verfolgt. Er hielt das also für völlig kontraproduktiv, er würde da nicht mitziehen. Daraufhin hat Kohl dieses Angebot fallen gelassen. Die Richtigkeit, dass es so war, Herbert Beister ist für mich ein absoluter Zeitzeuge und absolut glaubwürdig, aber merkwürdigerweise, genau 20 Jahre später, 2011 hat der Spiegel das gebracht, diese Geschichte, dass Gorbatschow den deutschen Königsberg angeboten hat. Die Summe war nicht drin. Und das hat ein hoher sowjetischer Militär hat das 20 Jahre später im Spiegel berichtet. Und 20 Jahre später kam also diese Geschichte durch den Spiegel. Insofern also einen größeren Beweis, dass die Sache tatsächlich so gelaufen ist, gibt es ja nicht. Von Genscher ist überliefert, dass er sich geäußert haben soll, ich möchte Königsberg noch nicht mal geschenkt haben. Das, daher mag wohl diese Geschenkidee da hineingekommen sein. Im Übrigen natürlich wabbern um diese, es ist ja eine Tatsache, viele Gerüchte und auch Details, Unterschiede. Aber wir wissen also heute, dass ein entsprechendes Angebot gegeben hat. Wie ernst auch immer gemeint war, das muss heute offen bleiben.